Moment, bevor das Video anfängt, muss ich noch mal sagen, schreibt mir ja mal jetzt in die Kommentare ein paar Fragen, die ihr habt und auch Videoideen, weil wir werden das auf alle Fälle alles uns angucken und wir werden vielleicht dazu was machen. Deswegen schreibt jetzt hier in die Kommentare, was ich mal machen soll in Videos oder so und schreibt auch rein irgendwelche Fragen an mich beziehungsweise alle anderen von unserer Hollywood-Crew oder auch Gäste, die wir vielleicht da haben. Und natürlich auch an Opa Horsi, weil der wird mit auf alle Fälle mit dabei sein. Ja, schreibt das jetzt einfach mal hier in die Kommentare oder sendet mir einfach eine E-Mail dazu oder auch einfach, ihr könnt das auch einfach in meinen Community-Tab auf meinem YouTube-Kanal schicken. So, jetzt geht's aber erstmal weiter mit dem Video. Und damit Bonjour aus Frankreich oder aus einem Greenscreen-Studio. Ja, warum ist eine andere Geschichte. Und ja, als erstes sind wir dann am Donnerstag mit einem Bus nach Bordeaux reingefahren in die Stadt, weil wir in Les Buscars die Schule haben und wir von da aus nach Bordeaux fahren müssen immer. Ja, danach hatten wir dort eine Stadtrallye gemacht. Und die werdet ihr nicht sehen, weil das nur Bilder von uns sind und die anderen haben halt keine Einverständniserklärung dafür unterschrieben, wie gesagt, schon im letzten Video. Danach haben wir eine Stadtrundfahrt gemacht und das werdet ihr sehen. Und dann waren wir beim Wasserspiegel, das werdet ihr nicht sehen, weil ich da nur für die anderen was gefilmt habe. Ja, das war's dann so vom Donnerstag erstmal. Ja, der Freitag war dann ein bisschen unspektakulär. Wir sind als erstes mit einem Boot gefahren und danach sind wir dann halt durch Bordeaux ein bisschen gelaufen, haben uns da die Brücke angeschaut und so, die eine, die da steht und die neue und also alles unspektakuläre Sachen. Deswegen seht ihr jetzt einfach nur die Bootfahrt, weil das war irgendwie das Spannendste an dem Tag. Ja, und Samstag haben sich alle Austauschschüler da zusammengetan und haben gesagt, ja, wir gehen jetzt alle zusammen bowlen. Haben wir auch gemacht. Ich war zum Glück nicht letzter, ich war vorletzter. Ich bin nicht gut im Bowlen, aber egal. Und als wir dann mit dem Bowlen fertig waren, sind wir zwar nicht alle, aber manche zu einem Handballspiel gegangen. Von Brüsch oder so, keine Ahnung. Und das werdet ihr dann jetzt gleich sehen. Die haben gut, irgendwie mit 10 Punkten mehr oder so hat Brüsch gewonnen. Ja. So, am Sonntag waren wir dann auf der Dune de Pilar. Ist irgendwie eine große Düne, die da halt in der Nähe ist. Irgendwie eine sehr, sehr große Düne, irgendwas über 100 Meter hoch, keine Ahnung. War auf alle Fälle geil dort. Und danach waren wir wieder bei einem Handballspiel. Und da hat dann Brüsch wieder ganz knapp gewonnen, diesmal nur mit einem Punktunterschied oder so beim Elfmeterwerfen oder so, dann hört sich jetzt scheiße an, aber ist ja egal.
Dann am Montag waren wir in der Schule, wo wir mit der wir den Austausch gemacht hatten. Und da gab es dann irgendwie wie so einen Feueralarm oder sowas. Das werde ich aber nicht zeigen, weil ich nicht weiß, ob ich die Schule zeigen darf oder nicht. Und Dienstag waren wir dann in der Kathedrale Saint-André. Und daneben steht so ein Turm, da waren wir dann auch drauf. Aber mit einer Pause dazwischen, wo wir dazwischen dann durch Bordeaux gelaufen sind und so, ja. Aber das seht ihr jetzt. So, und dann sind wir schon wieder beim Mittwoch angekommen. Und Mittwoch mussten wir natürlich nach Hause fliegen. Ja, ich würde sagen, es war eigentlich sehr schön hier in Bordeaux oder in meinem Greenscreen. Ja. Genau, also es war eigentlich ein recht schöner Ausflug. Vielleicht mache ich das nächstes Jahr nochmal, je nachdem, ob ich Zeit dafür finde oder nicht. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie fandet ihr das? War es schön, mal so aus einem anderen Land was zu sehen oder nicht, weil ihr das hier sehen musstet dabei. Ja. Nee, also ich fand es recht schön. Danke nochmal an alle Lehrer, die das ermöglichen konnten. Und ja, es war auch geil mit den anderen, die den Austausch mitgemacht haben. Grüße nochmal an euch und Grüße an die aus Frankreich, die das Video vielleicht sehen werden, aber nicht verstehen werden. Das ist das Geilste daran. Und ja. Ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss oder sowas. Ah ja, und abonniert mich, kommentiert Kommentare, aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Dann sehen wir uns im nächsten Video, wo ich hoffentlich nicht vor einem Greenscreen stehe. Im nächsten Video werde ich aber dieses Gerät hier, was ich hier in der Hand halte, was irgendwie mit mir verbunden ist auch und hier dran hängt. Das werde ich im nächsten Video euch zeigen, was genau das ist und wie es funktioniert. Ja, bis dahin, tschüss!